Yo Leute und willkommen zu einem kleinen Video über die Singleplayer-Welt, die ich let's played habe. Und ja, ihr wisst, was es eigentlich heißen soll, und zwar, dass ihr die Map jetzt downloaden könnt unter den Link, den ich in die Beschreibung setze. Also, let's go. Hier sehen wir nochmal die Stadtwiese nach dem letzten eigentlichen Part war. Ich habe offline eigentlich noch weitergebaut und ja, ich weiß, das würdet ihr nicht sehen, aber wir gehen mal hier runter. Naja, damit es hier ein bisschen schiller ging, habe ich extra hier versucht, eine U-Bahn zu bauen, aber wurde halt nie fertiggestellt. Ich habe halt nur schon mal die Tunnel gebaut, die in die Richtung da ging. Aber ich kann euch vorweg schon sagen, es wird in nächster Zeit auf jeden Fall wieder Minecraft Stuff geben, sag ich jetzt einfach mal. Ich habe auch schon angekündigt, dass es Minecraft Season 2 gibt, also Season 2, eine weitere Season mit. Ja, ich sag nichts, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich kann euch sagen, dass es ungefähr im November losgehen wird, also ungefähr Mitte November, Anfang November, so um den Dreh. Da wird es halt losgehen und ich wollte einfach nur mal hier durch die Map fliegen und dabei ein bisschen labern. Siehst du die Farm, die ich gebaut habe, ohne den Karotten, die ich da verloren habe. War Part 6, wo ich die verloren habe. Hier habe ich Häuser gebaut für meine Abonnenten. Und hier ist nochmal der, wo es in der Nähe geht, das ist auch noch nicht fertig eigentlich. Ihr könnt offline ja weiterbauen, also von daher. Sollte ich da kein Ding draus machen. Ich werde die Map auf jeden Fall behalten. Die Map. Hier sieht man nochmal die Farm, die ich gehabt habe. Also die Tierfarm. Hier die Brücke, die ich mal gebaut habe. Ohne Stütze, was auch richtig clever ist. So. Ja, Minecraft Stuff bedeutet ja in dem Sinne eigentlich nicht nur hier Season 2 betrefflich, sondern auch hier komplett Survival Games, Trouble Mineville, halt so auch den Kram, den man auf Servern wie zum Beispiel gommahd.net oder hivemc.com oder EU oder Semmelweis oder Heavy War gibt halt das auch noch mit inbegriffen. Hier sieht man nochmal das Village, was ich ausgenommen habe in den ersten zwei, drei Folgen. Ich weiß jetzt nicht, welche das war, auf jeden Fall. Da war halt ein NPC-Dorf, was auch immer noch fester steht, und dann hier wäre ja das monströse Monsterfallen-Ding hingekommen, ja. Ich hätte auch richtig Spaß gehabt, die zu bauen, aber ja, hat halt dann irgendwann aufgehört. Ich bin eigentlich jetzt auch schon fertig mit der ganzen mit dem ganzen Zeigen. Man könnte sagen, das ist ein Infovideo mit ja gewissem Hintergrund. Ja. Für die Leute, die auf meinem Kanal Golden United verfolgen, es wird, ich glaube, ich habe schon in der Beschreibung von meinem 60. Part gehabt, dass ich dahin geschrieben habe, dass jeden Sonntag eine Folge kommt, und das wird's auch. Ich werde bald einen Uploadplan machen, auf jeden Fall, das ist wichtig. Und vor allem die FIFA-Saison, die erste neigt sich auch bald dem Ende zu, und danach werde ich erstmal so eine Woche sacken lassen. Oder zwei oder drei Tage, wie auch immer. Werde ich mir noch überlegen, auf jeden Fall. Das ist die Map, ihr könnt sie haben, downloadet es euch und habt Spaß damit. Nebenbei könnt ihr auch noch, stelle ich auch noch das Texture Pack, den Link davon halt in die Beschreibung, damit ihr, falls ihr Fragen habt, das auch noch haben könnt. Oder es haben wollt, dann mich fragt, ob ihr es haben könnt. Ist auf jeden Fall praktischer, wenn man alles in die Beschreibung setzt, wie zum Beispiel auch die Musik, die im Hintergrund läuft, die ist von DJ Rock. Könnt ihr euch auch holen. Und ja, eigentlich bin ich auch fertig mit dem ganzen Zeigen. Ich könnte ja mal, naja, die Häuser jetzt zu zeigen wäre ein bisschen blöd, das würde irgendwie keinen Sinn machen. Naja, ich könnte noch durch die Höhle fliegen, in der ich die ganze Zeit immer war. Ich war zum Beispiel ab und zu mal hier, habe ich bei Cobblestone gefarmt.
Ich meine, wenn ich hier runtergehen sollte, dann müsste da auch die Schlucht kommen, wo ich drin war. Auf jeden Fall. Hier zum Beispiel. Bin ich auch runtergegangen, häufig, um zu farmen. Hier wurde ich ja vom Creeper überrascht und bin dann hier in die Lava geknallt, die immer war. Das hat ja meine Karotten gekostet, also seit dem Vorfall hatte ich keine Karotten mehr. Und ja. Hier habe ich auch noch viele Spawner gefunden, die ich dann auch natürlich mitgenommen habe, das ist klar. Nur leider sind wir nicht in viele Beasts, wo man eventuell hier eine Portal Gun hätte haben können und die Spawner halt mitnehmen könnte. Ja. Egal. Ich bin eigentlich jetzt auch fertig mit dem Video, denn so viel zu erzählen gibt es eigentlich nicht mehr über die Map hier. Könnt ihr euch ja downloaden. Habe ich ja schon 3 oder 4 Mal gesagt. Auf jeden Fall. Es ist Schnee. Und ja. Habt Spaß damit, denn nicht mehr lange und die Season 2 beginnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in den FIFA-Parts oder in den Terraria-Parts. Haut rein, ciao!